Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Heute dachte ich, drehe ich mal ein Haul ab. Und zwar habe ich ein Haul durcheinander. Und ich fange einfach mal an. Ich zeige euch mal, was ich alles eingekauft habe. Und zwar waren wir bei DM. Und bei DM haben wir mitgenommen einmal dieses Paket. Und dieses, also einmal vom Penaten, also zweimal. Dann haben wir von Pampers dreimal mitgenommen. So, genau, dreimal. Dann haben wir noch einmal von Hip und zweimal von Hip. Zweimal von Hip, dreimal von Pampers und zweimal von Penaten. Also dreimal von Pampers, genau. Dann haben wir nochmal Zebra mitgenommen, weil die schon wieder alle sind. Dann haben wir Windeln in der Größe 4, obwohl sie noch gerade zur Zeit noch eine 3 hat. Ziehen wir aber schon eine 4 an, weil es irgendwie ein bisschen besser sitzt. Wir nutzen ja die Stoffwindeln sonst und die Wegwerfwindeln eigentlich so für unterwegs, wenn wir wissen, dass wir lange wegbleiben oder im Garten irgendwas machen und halt schnell gehen muss. Dann im Moment machen wir das so noch, aber bald machen wir das nur, also ohne die Wegwerfwindeln. Also wir benutzen eigentlich die meiste Zeit immer nur Stoffwindeln. Dann durfte das nicht fehlen. Das hat auch Frieda schon hier angenuckelt, weil sie das so toll fand. Einfach so eine Quietscheende zum Baden haben wir sonst immer gehabt, aber die sahen immer alle so keimig aus, also habe ich die weggeschmissen. Und jetzt haben wir einfach mal neue gekauft. Dann haben wir in der Hundetasche hier nochmal einmal eine Flasche für die Kita dann. Ab September geht sie ja in die Kita. Da haben wir jetzt von Nook einfach mal so eine Schnabeltasse nochmal. Dann haben wir von Milupa kleine Genießer Milchbrei Butterkeks, was wirklich super ist. Es schmeckt echt toll. Sogar ich esse das sehr gerne. Dann dieses wollte ich mal probieren von Alete Grießbrei Milchbrei. Haben wir noch nicht probiert. Probieren wir einfach mal aus. Dann haben wir hier nochmal von Milupa Gute Nacht Grießbrei. Das isst die Frieda sehr gerne. Für den Hund durfte auch nicht fehlen. Da haben wir einmal Truthahnkartoffeln Rosmarinen und einmal Rind, Landgemüse, wildem Majoran. Naja, der Hund isst eigentlich bei uns immer, also Barfutter, alles was roh ist. Aber im Moment hat er darauf keine Lust und deswegen probieren wir was anderes aus. Manchmal isst er das, manchmal nicht, müssen wir mal sehen. Dann haben wir Rasierschaum mitgenommen. So ganz einfacher Sensitiv Rasierschaum. Dann haben wir noch ein Schwämmchen mitgenommen, weil unser kaputt gegangen ist. Wir haben einen Roller für mich, so einen D-Roller. Den wollte ich jetzt mal ausprobieren, der riecht ganz gut. Ich nehme sonst den roten davon und ich bin halt so ein Typ, ich nehme ganz gerne Glas. Ich finde das einfach schöner. Und die riechen einfach viel länger als Deo-Sprays. Dann habe ich für Frieda Apfel-Reis-Waffeln. Das ist ab 8. Monat und ja, mal gucken, ob sie das möchte. Dann haben wir noch Duschgel mitgenommen. So eine ganz große Flasche. Family Duschgel, frische Energie, keine Ahnung. Aber das hat ganz gut gerochen. 500 Milliliter. Ist eine sehr große Flasche, also reicht mir eigentlich ganz lange. Mein Schatz hat seine Mand. So, dann hat er für sich natürlich auch nochmal ein 8x4. Markhand oder was das heißt, 48 Stunden, Duft, ja, mal schauen, ob es ihm gefällt. Dann habe ich Shampoo mitgenommen und ich bin im Moment voll auf dieses Shampoo irgendwie, weil ich einfach dadurch total schönes Haar habe, also überhaupt nicht fettig und weiß ich nicht, irgendwie gefällt mir das und das ist so eine große Packung, große Flasche, für, also 480 Milliliter und das hält echt lange. Dann haben wir noch Rasierer mitgenommen, die finde ich auch ganz gut, diese Dreiklingen Einwegrasierer. Ich benutze im Moment eigentlich gar keinen Rasierer, der jetzt dauerhaft nur die Klingen ausgewechselt werden, weil ich die einfach zu teuer finde und irgendwie finde ich keins, was mir gefällt. Und deswegen, die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut, finde ich. Und die nehme ich ganz gerne. Dann haben wir natürlich ganz, ganz viele Gläschen und ja, wir haben hier Sommerküche mit Reis, frischem Fisch und sowas alles. Dann haben wir ja Karotte und Reis. Dann haben wir hier nochmal Gute Nacht ohne Zucker Siebenkorn.
Das war jetzt runtergesetzt, weil es bald abgelaufen ist. Deswegen kann sie jetzt bald bekommen. Genau, Kartoffeln-Cremesuppe haben wir mitgenommen. Hat sie noch nicht probiert. Tomaten-Cremesuppe. Einfach mal für unterwegs oder so. Oder zu Hause mal ganz schnell. Gemüse-Cremesuppe. Und Spaghetti-Bolognese. Dann haben wir hier nochmal Reis mit Karotte. Und Buttergemüse. So, dann kommen wir zu Porta. Und das ist jetzt ein Möbelgeschäft, was neu aufgemacht hat bei uns in Berlin. Und ja, da waren wir echt ganz begeistert eigentlich, weil viele Sachen noch sehr, sehr runtergesetzt sind. Und deswegen lohnt sich das aber auch. Dann haben wir, da haben wir von WMF, also ein Besteckset, ja, 60-teilig. Und das ist matt, total schön. Und da mussten wir sofort mitnehmen. Wir haben eine Obstschale noch mitgenommen, weil unsere halt nicht mehr so schön ist. So sieht es aus. Das haben wir alles von Porta oder wie heißt es? Ja, genau, Porta. Und dann haben wir halt so eine lange Löffel noch für Latte Macchiato. Gewürzbehälter, also Gewürz, wie heißt denn, Gewürzdöschen. Dann haben wir genau einen Obstteller. Oder Obstschale, wie auch immer man sich das nennt. Dann so ein Teller für Pizza nochmal, weil wir einen ganz alten aus Holz haben und der muss weg. Dann haben wir so einen langen noch. Da können wir zum Beispiel Mozzarella, Tomate oder irgendwas. Das sieht halt echt schön aus. Und dann halt so für Dips oder Soßen oder irgendwas. Das ist auch ganz cool. Ja, das haben wir von Porta. So, das ist unsere Ausbeute für heute. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht zuzugucken und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.